Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute haben wir ja die letzten Spiele von der Food Champions Weekend League. Ich zeige euch gleich, wie viel es steht. Davor habe ich ja gesagt, dass ich ein bisschen die Bronze-Pack-Methode spamme. Deswegen zeige ich euch im Hintergrund ja ein paar Verkäufe. Könnt ihr also ungefähr ein Bild machen, wie ich dann meine Münzen dann machen werde. Oben habe ich jetzt nicht so viele Münzen, weil ich ja für jedes Spiel eine Team-Fitness verbrauche. Und die kosten 900 bis 950 Münzen. Das heißt, ich mache pro Spiel eigentlich auch Minus. Aber wie ihr seht, wenn ihr einen Bundesliga-Spieler zieht, habt ihr meistens schon Profit gemacht. Manche Japaner gehen für gut Coins weg. Und auch hier auch bestimmte gehen natürlich auch für mehr weg, 2,7. Und ja, so habe ich ein bisschen Münzen gemacht jetzt. Ja, also mit Anführungsstrichen Münzen ist ja auch eine langfristige Investition. Ihr kriegt Fitnesskarten, Heilungskarten und dies, das, ja. Das Team ist immer noch fresh. Ich sag mal, wir gehen direkt einfach mal zu meiner Bilanz, wie viel ich stehe. Ich stehe, falls ich nicht falsch rechne, 28-10, ja. Ja, zwei Spiele noch einen Sieg für Elite. Das wäre mal eigentlich nice, seit langem mal wieder Elite zu erreichen. Wäre eigentlich echt fresh. Ich gebe mal erstmal ein Team Fitness. Das Team immer noch sehr, sehr nice. Wie gesagt, Plonk bin ich super zufrieden. Ich merke ein Upgrade, ja. Bester Innenverteidiger, den ich bis jetzt gespielt habe. Also besser als Ramos, den ich vorher auch schon gefeiert habe. Petit feiere ich immer noch ganz, ganz krass, Freunde. Ihr seht, ich finde, das ist eine gute Bilanz. 6 Tore, 6 Torvorlagen für einen ZDM-Spieler. Also er ist hinten mindestens genauso gut wie Vieira, ja. Er arbeitet hinten richtig gut mit, finde ich. Für seine Größe, für seinen Körper richtig gut. Und dass er noch dann vorne torgefährlich ist, nice. Was ein bisschen nicht so gut bei ihm ist, ist, glaube ich, der Low Driven. Ich habe, glaube ich, auch mal 2-3 Schüsse jetzt daneben gemacht, wo ich dachte, okay, die könnten reingehen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut sein, wo man sieht, was man für Low Driven braucht. Vielleicht Abschluss oder so. Ja, 71 vielleicht. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich 71. Also Longshots sind eher sein Ding, würde ich dann sagen. Also muss ich mir ein bisschen aneignen. Ansonsten muss ich sagen, Promise, ja, ist gut. Ist immer noch, ist wirklich gut für den Preis. Aber da hätte ich gerne noch ein Upgrade. Und ja, aber ich glaube, wir machen zuerst wahrscheinlich hier erstmal was. Für den, erstmal Prime Ferdinand oder so. Ich habe mir Shevchenko geholt, Live-Version. 11 Spiele gemacht, 3 Tore, 3 Torvorlagen. Der kommt meistens für 20 bis 45 Minuten, eventuell sogar mehr, wenn Verlängerung ist, rein. Finde ich nicht so geil, also ich würde niemals 700.000 oder so für ihn ausgeben. Ich spiele ihn auf den rechten ZOM-Position, leider zu langsam, zu kopfballschwach. Was gut ist, ist passen, also seine 72 passen, finde ich, stimmt da nicht. Der macht gute Pässe auf Ronaldo. Schießen konnte ich noch nicht so ausprobieren, weil er einfach, ja, steht irgendwie nie richtig so, dass ich ihn, ja, zum Schuss einsetzen kann, ja. Und ja, aber er hat auch 3 Tore gemacht, das waren aber gegen jemanden, der schon irgendwie rumgegrätscht hat und so. Und ja, ich hoffe, ich schaffe das. Was ich gemerkt habe wieder, wenn ich merke, ich komme Elite näher, mache ich mir selber wieder so viel Druck, dass ich schlecht spiele. Ich muss mir irgendwie den Kopf machen oder klar machen, dass ich sage, ist egal, was passiert. Und das habe ich mir jetzt auch gesagt. Wenn ich die beiden verliere, verliere ich die beiden. Ist okay, Freunde. Und ja, so ist das halt, Freunde. Und ich habe nämlich das letzte Spiel, bevor ich das hier jetzt aufgenommen habe, da lag ich 1-0 hinten, hab eigentlich schon gesagt, ach komm, fuck das, ich gebe auf. Also hab schon dann rumgeskillt, hab einfach gespielt, einfach so, und hab 3-1 gewonnen. So muss ich dann auch jetzt gleich spielen. Ich hab die letzten 15, 20 Spiele nur gute Spieler bekommen. Jetzt ohne Witz, Freunde. Team davon, von den letzten 20 Spielen, von den letzten oder 15 Spielen, war 13 bestimmt Monster-Team, die genauso gut wie meins sind. Vielleicht ein bisschen schlechter. Und jeder war so gut. Ja, oder 2 von denen waren vielleicht nicht gut. Ja, da habe ich noch schnell einen Sieg geholt. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht so lange. Wir machen einfach mal auf gut Glück mal noch ein seltenes 82 Plus Pack auf. Schauen wir mal, was wir hier noch ziehen. Ja, scheiße, kein gutes Omen. Eventuell packe ich vielleicht sogar am Ende von diesem Video noch ein, ist Joe Hart, ein Fortnite-Zusammenfassung wieder ein. Ich habe da, glaube ich, eben oder heute noch einigermaßen coole Runde gespielt. Also ich spiele ja nicht so viel, ja, wenn Weekend League ist, aber das war, glaube ich, eine coole Runde. Kann ich vielleicht noch mit einbauen. Einfach nur die besten 10. Und dann würde ich sagen, laber ich nicht mehr so lange, Freunde. Wir gehen, ja, in das vorletzte Match um Elite. Let's go! So, Freunde, der vorletzte Gegner, sein Team. Standard schon, ne, Freunde, das ist schon Standard. Cristiano Ronaldo, Hernandez, den ich abgrundtief hasse, Junge, der Typ ist so overpowered. Son ist overpowered. Sonst, Ferdinand ist noch dabei, der brutal ist, aber sonst, ja, sollte unser Team besser sein. Schauen wir mal, ob wir was ausrichten können.
Fuck. Nein, Mann! Warum deckt er den nicht, der Alexandro? So frei, Alter! Du hast doch nichts zu tun! Weißt du, im Strafen hast du nichts zu tun, außer den Zon zu decken. Der ist einfach weggelaufen. Der ist nicht freigelaufen, der Zon. Der ist einfach weggelaufen, ey, der Alexandro. Fuck, Mann! Manuelles Verteidigen für den Arsch! Ja, warum habe ich ihn angewählt, Alter? Ich wähle ihn an, dadurch verliert er den ganzen Base und... Ah, ist nicht auf dem Tor, Ball angelockt. Ah, shit, Alter. Ja, komm, back in the game. Oh, dieser Begovic einfach zu fucking OP, Alter. Plonk, plonk, einfach nur plonk. Nur muss ich nicht sagen. Ich hab gekämpft. Ich war der bessere Spieler nach den zwei Toren von ihnen. Ich war einfach der bessere Spieler, Alter. Und zwar ist es verdient jetzt. Come on. Come on. Das Problem ist, was ich auch sagen muss, ich muss nicht immer wieder warm spielen. Ich habe eben wieder eine Pause gemacht. Ich darf keine Pausen machen. Wenn ich einen Lauf habe, muss ich weiterspielen, ja? Und ja, come on, come on. Ja, Mann! Freunde, ja! Ja! Ja, Ronaldo! Tut mir leid, Freunde, die es nicht mögen, wenn ich so schreie, aber ey, das sind echte Emotionen, Freunde. Ohne Scheiß. Ey, no fake, wie gesagt, auf meinem Kanal. Ich reagiere, würde genauso reagieren, wenn die Kamera nicht an wäre. Und das, ja, Mann, Freunde. Ja, Mann, Ronaldo. Ja! Ja, Mann, it's game over. It's fucking game over jetzt. Drei Tore wird er nicht einholen. Let's go, Freunde. Ah, das ist jetzt, ja, er hat halt geöffnet, Freunde. Ne? Das ist jetzt keine Kunst, Tore zu schießen. Er hat halt hinten aufgemacht. Ist jetzt, ja, nach dem 4-2 war es, glaube ich, ja, eh schon vorbei. Ja, Freunde, Sieg. Und somit auch endlich wieder mal Elite, Mann, auf unserem Kanal hier, auf unserem Road to Chloe-Account. Hattrick von Del Piero. Und ich sage euch ganz, ganz ehrlich, Freunde, das Team, ja, Spieler machen was aus, machen krass viel aus. Das sage ich euch jetzt. Natürlich muss man Skills haben, ja. Ihr seht die Statistik. Zur Halbzeit habe ich euch das, glaube ich, gezeigt. Und jetzt zum Ende ist es, denke ich, verdient. Und endlich, Freunde, wieder mal Elite 3, 3 Informs. Pack ist wieder da und wie ich schon gesagt habe, Freunde, ich bin ehrlich mit euch, das Team carried, ja, ein Petit und ein Vieira auf der ZDM-Position, das macht so viel aus, Freunde, die gewinnen dir so viel mehr Kopfbälle, so viel mehr Zweikämpfe, das macht echt krass viel aus, ein Plonk, ich sag dir jetzt schon, ein Plonk, ich habe euch vielleicht ein paar Szenen reingeschnitten, wie er Bälle gewinnt, sein Stellungsspiel, unglaublich, Freunde, absolut unglaublich und das ist, meiner Meinung nach, machen Spieler, die zu deinem Playstation passen und noch gut sind, viel aus, Freunde. Sehr viel aus. Ja, ich sage das jetzt nicht nur, weil ich Elite geschafft habe. Ich habe auch einige Spieler unnötig wieder gechoked. Aber das Team, ohne dieses Team, ohne Petit und Plonk als Neuzugänge, kann ich eigentlich fast sagen, hätte ich es nicht geschafft. Hätte ich es nicht geschafft, Elite zu holen. Ich hätte manche Spiele, glaube ich, echt verloren. Und ich hätte, ja, ich habe Bock, Promise vielleicht doch nochmal abzugraden. Aber ich schau mal, was wir als nächstes machen. Und ja, als Bonus machen wir dann einfach nochmal, ja, ich würde sagen, noch das letzte Spiel für die Weekly League. Dann bis gleich. So, Freunde, jetzt gehen wir absolut ohne Druck in das letzte Food Champions Match. Und dann kriege ich ein, ja, muss man sagen, ein nicht gutes Team, Freunde. Das Team ist... Ist das über 100k wert? Ich glaube nicht, Freunde. Also, ich weiß jetzt mal nicht, warum ich jetzt, ja, im letzten Spiel so einen hinbekomme. Ja, moin, Freunde, ja. Okay. Macht wenigstens noch ein Eigentor, weil so ohne Witz, Freunde, wenn ihr schon Rage quittet, dann macht wenigstens noch ein Eigentor. Das finde ich nicht korrekt, sowas. Ja, dann kommt der nächste Gegner. Mal gucken, was wir da für einen Gegner bekommen. Ja, das sieht schon mal ganz anders aus. Ganz anderes Kaliber. Ronaldo, Del Piero, Lozano, Petit.
bisschen ähnlich wie meins. Meins vielleicht noch einen Ticken besser, aber auch sehr, sehr stark. Ja, Rijkaard habe ich nicht so oft gesehen, muss ich sagen. Mal gucken, wie das sich gegen mich macht. Und dann würde ich sagen, let's go. Boah, dieser Fährmann, Mann. Overpowered as fuck. Spiel. Son, nein, fuck. Ey, Elfmeter. Ey, das ist so asozial, wie dieser Torwart da reingeht, dieser Fährmann. Ich weiß nicht, hätte ich vielleicht mal. Ich weiß nicht, wie ich das besser abschließen könnte damit so ein Fuck. Nein, fuck. Ich habe so gut mitgehalten, ey. Es ist ein hartes Match, Freunde. Es ist ein hartes fucking Match. Und Flanken ist schon, muss man sagen, immer noch ziemlich overpowered. Das ist gut gemacht. Das war gut gemacht mit Okocha. Krass, krasser Move. Oh, Ronaldo! Back in the game, Freunde. Back in the game. Da kann auch dieser OP-Fährmann nichts machen. Ey, wie beweglich ist dieser scheiß Okocha? Der ist ja krass, Alter. Boah, stark gespielt von mir. Wieder back in the game, Mann. Oh, stark. Stark, stark, stark. Ich kann ihn einfach nicht aufhalten. Der ist einfach momentan auch zu stark, ey, vorne. Du Penner, Alter. Das ist ein guter Skiller. Also scheint, ich spiele, glaube ich, gegen einen richtig guten Gegner, glaube ich, hier. Wenn er solche Skills noch gut auspacken kann. Trackback ist gut. Guck mal, der Ballstop. Also, guck mal, was er macht hier, Freunde. Das muss ein guter Gegner sein, wenn er sowas auspacken kann. Boah, Del Piero, absolut stark, Mann. Absolut krank. Dieser Typ, ich sag euch, diese Low Trim von dem sind ganz andere Welt. Alter, hier muss man gerade die Scheiße. Da kannst du mal pfeifen, da pfeift der Idiot nicht. Ach, dieser Hund mit seinem Hit-to-Hit-Flick. Und der Rea, absolut fucking schwach, Alter, der Rea. Hey, das war echt, also ich weiß nicht, ich hab's jetzt nicht gesehen, aber von. Ach komm, egal. Ja, pfeift ab, Freunde. 5-3. Okocha hat mich echt auseinandergenommen, da muss man ja sagen. Gegner hatte gute Skills gehabt, also der konnte die wichtigsten Skills, konnte der halt, ja, und hat die immer perfekt eingesetzt. War hier der bessere Spieler. Ihr habt gesehen, ich habe nochmal Dreierkette umgestellt. 2012er. Zeigt, dass er auch ein bisschen Erfahrung hat schon mit FIFA. Statistisch, wie ihr seht, ich bin immer mehr Chancen. Ich mache die einfach irgendwie nicht. Ich muss da irgendwie besser werden. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, wir haben endlich wieder Elite geschafft. Nach langer, langer Zeit endlich wieder Elite. Ich bin echt gespannt, was wir Donnerstag dann ziehen. Ronaldo ist, glaube ich, in Packs. Ja, er hat einen Hattrick gemacht. Und, glaube ich, eine Torvorlage. Das müsste für einen, im vom Ronaldo reichen. Stürmerversion sogar. Bin mal gespannt, Freunde. Ich bin echt gespannt, ob wir noch ein bisschen Packlack haben. Sehen wir mal. Und dann würde ich sagen, das war's vom heutigen Video, ja. Wie gesagt, mein Team gefällt mir momentan super gut. Da und hier kann man noch ein bisschen was upgraden. Ja, hier Promise vielleicht noch und Bai. Aber sonst echt super gutes Team. Und dann würde ich sagen, ja, schließen wir mit einem Zusammenschnitt von einer Fortnite-Runde ab. Weil manche haben ja noch gesagt, ja komm, bring mehr Fortnite. Mach ich ab und zu jetzt mal, bis ich ein bisschen besser werde. Und dann vielleicht bringe ich dann auch mal ein komplettes Video, wo ich dann Fortnite zocke. Aber hier und da kriegt ihr dann mal ein bisschen ein Leckerli, ja, wo ich dann ein, zwei Minuten eine gute Runde zusammenschneide, also für mich, für meine Verhältnisse eine gute Runde zusammenschneide, und dann, ja, ich zock auch viel, aber auch nicht so viel, ja, dass da gute Sachen zusammenkommen, aber ab und zu, ja, gebe ich euch dann ein bisschen was, weil manche haben das ja gefeiert, und dann würde ich sagen, danke fürs Schauen, wie immer, endlich wieder Elite, Freunde, endlich, und dann sehen wir uns dann spätestens Donnerstag zu den Rewards wieder, bis dann, ciao! Ja, moin. Tot, 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 tot. Bleib doch hier. Ah, lass aufs Dach, lass aufs Dach. Die holen, die wollen den Loot haben. Die wollen den Loot haben. Bau hoch. Oh mein Gott, ey. Lass ihn den Loot. Ah, da steht er, da steht er. Tot direkt. Instant tot. Der rafft das gar nicht. Der rafft das gar nicht, jeder. Guck mal, Kimo, guck mal. Guck mal, Kimo. Alter, der rafft das gar nicht. Der rafft das gar nicht. Ich schieß. Ey, der rafft das gar nicht. Ich hab dreimal daneben geschossen. Ey, jetzt reicht's.
Ich hab einen gedownt. Einer, noch einer getötet mit Sniper. Alter, ich schütte die alle. Letzter Schuss. Ja, ich hab alle getötet mit der Sniper. Guck dir, Lukien. Alter, ich hab ihn getroffen. 5-5 Schaden. Alter, wieder getroffen. Warum stirbt er nicht? Ey, noch 5 Leute, gell? Da oben ist einer, ich sehe einen. Scheiße, Mann. Ja, ich habe getötet mit der Sniper. Ja. Ich hab noch einen getötet mit der Sniper. Alter, ich bin der Sniper-Experte. Ich töte den, ich finish ihn erstmal, den anderen. Ach, das ist dann der automatische. Der eine ist fast tot. Hm, scheiße. Scheiße, ich habe keine Munition, Mann. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts. Wo ist der andere? Ja, ich bin down. Ich habe nichts gehabt. Das ist so scheiße. Die ganze Runde keine Munition. Mit 6. Oh, Mann. So knapp, Alter. So knapp.